dass wir möchten, dass Computertechnik wirklich ganz einfach zu bedienen ist und aber trotzdem zu verstehen, dass man also auch weiß, was in den Computern vorgeht. Also wir versuchen hier wirklich die Technik ein bisschen transparenter zu machen, denn ich habe so gerade in den letzten Tagen so ein paar Dinge gehört, die mich immer wieder etwas irritieren, dass da eben gesagt wird, ja, was macht der Computer da? Also wenn ich mit Kunden telefoniere, der Computer macht wieder dieses und jenes oder das ist einfach Quatsch, kann man dem Kunden so direkt nicht sagen, aber der Computer macht eigentlich gar nichts, der kann nichts dafür. Da haben wir also morgen noch so einen Vortrag zu 0 und 1 als Basis der Computertechnik. Also der Computer macht einfach das, wozu er technisch gemacht ist und da drauf sitzt halt eine lustige Sache an Programmen und die tun Dinge, die nicht das tun, was man erwartet. Nicht? Also die Frage sollte eigentlich sein, was haben die da programmiert? Was haben die sich da gedacht? Denken die anders als ich? Was die erwarten die von mir bei der Eingabe? Da läuft irgendwas quer. Und da ist also so ein Fazit aus der Arbeit über die Jahre, die ich mache, ist, also Ihrem Computer können Sie trauen, aber auch Ihrem Programmierer? Da, die Frage stellt sich eigentlich viel mehr. Die Fehler kommen eigentlich aus einer anderen Ebene. Wenn ein Computer Fehler macht, ist er technisch kaputt. Das kann man reparieren. Wenn man aber Programmfehler hat, ist das eben schon deutlich komplexer und schwerer zu finden. Da war ich gestern Morgen drüber gestolpert, das war eine lustige Geschichte, im Linux-Kernel X4 ist irgendwie ein Fehler gefunden worden vom Entwickler und der hatte gesagt, jo, das ist ein Lance Armstrong-Bug. Ist bei keiner Prüfung aufgefallen und macht aber trotzdem komische Sachen. Und das fand ich eigentlich eine lustige Beschreibung, weil es ist wirklich im Debugging extrem schwer, in Programmen Fehler zu finden, wenn man keine vernünftige Beschreibung hat, in welchem Zusammenhang sie auftreten, sie dann zu finden. Und das Weitere, was mir irgendwie gestern Morgen wieder da zu diesem Thema aufgefallen ist, da saß ich da und guckte ZDF Morgenmagazin, da wurde dann erzählt, ja, an der Börse in Australien ist irgendwas schiefgegangen, da sind mit mal die Kurse der Aktien, die mit A und B anfangen, um mehrere 10% gestiegen und Schuld ist war mal wieder die Computer. Die sind garantiert nicht schuld, die Computer. Also ich kann mir denken, was damit gesagt werden sollte, aber es ist einfach definitiv Fakt, dass es der Computer bestimmt nicht war, der da einen Fehler gemacht hat, sondern die darauf laufenden Programme. Und das ist so der Punkt, wo wir zu dieser Sache kommen, Ursache und Wirkung. Es gibt Sachen, die in bestimmten Schritten ablaufen und diese Schritte muss man eben nachvollziehen und versuchen zu sortieren, um dann eben da Fehler drin zu finden. Und das ist das, wo wir hier unsere Besucher oder unsere Teilnehmer zu ermutigen wollen, selbstbewusster zu sein, dass wenn etwas kaputt ist, dann wird es durch einen Neustart und zigmal es wiederholen nicht heil. Also wenn ich ein Programm 30 Mal starte, dann muss es normalerweise 30 Mal den gleichen Fehler machen und dann nützt es auch nicht, das 31. Mal zu starten. Da muss ich woanders suchen, da muss ich meine Fehlersuche verändern, um eben da eine Möglichkeit zu finden, wo ist der Fehler tatsächlich. Also es gibt einen Punkt, wo also dauerndes Neustarten und immer wieder versuchen hilft. Das ist also, ich versuche ein Notebook an den Beamer anzuschließen. Also das ist also ein Highlight jeder Veranstaltung. Wir haben bisher hier gute Erfahrungen gemacht, aber doch ist das eigentlich so ein Bereich der Mystik in der Computertechnik. Warum kommt da jetzt kein Bild raus? Ja, und wir machen das jetzt schon seit 10 Mal und ich wollte jetzt da mal ein bisschen zurückgehen, wie bin ich dazu gekommen, mich darum zu kümmern und das zu tun, wo kommt also dieses, ja wie soll man sagen, Sendungsbewusstsein her, sich da hinzustellen, zu erzählen, Leute zusammenzusuchen, die hier Aussteller sind, die uns unterstützen, warum mache ich das? Also ich bin vor einigen Jahren, ich würde mal so schätzen, irgendwie Mitte der 80er, mit der Toppoint durch sämtliche Stufen der Datenreisenden gestiegen. Wir haben damals mit UCP angefangen, mit Mailboxen, wo man eben tatsächlich telefoniert hat und die Gegenstelle angerufen hat. Dort wurde mit also textbasierten Newsrädern gearbeitet. Und ich bin da das erste Mal mit ja, Unix-ähnlichen Betriebssystemen in Berührung gekommen, die mich am Anfang also nicht so unbedingt begeistert haben. War für mich irgendwie, ja, ich kann mich da an einen Fall erinnern, da habe ich einen Newsreader bedient, der auf der Mailbox von Toppoint, damals war das irgendwie ein Atari, der in Reisdorf bei Chris Köntop in der Wohnstube stand, da konnte man dann so Nachrichten lesen. Und als ich da mich das erste Mal angemeldet habe, stand dann da so, du hast irgendwie 800 neue Nachrichten in diesem Brett. Und dann fängt man da an zu lesen und dann sieht man da unten so ein paar Tasten, N für nächste Taste.
War aber nirgends dokumentiert, wie irgendwie A für aus oder sowas. Wie komme ich da zu Ende? Ja gut, dann nimmt man halt einen Bleistift, klemmt den am Ende bei der Tastatur an, stellt da ein Buch drauf und wartet, bis das Ding dann irgendwie sagt, so, letzte Nachricht erreicht, willst du aufs nächste Thema wechseln? Dann kommt man dazu und sagt, also okay, da muss ich wohl mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, der mir da erklärt, wie das geht. Und da haben wir dann so Programme benutzt, ich weiß nicht, ob sich da noch einer dran erinnert hier, das Waffle, womit man eben auf einem MS-DOS-Computer solche News-Systeme abrufen konnte, zu sich nach Hause legen konnte und dann dort abrufen. Und wir haben lustige Dinge getan, wie zum Beispiel einen Giraffe-FTP-Gateway, also Mail-Gateway. Das heißt also, man hat dort einen Mail-Server gehabt, dem hat man eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, sag mal, was hast du für Programme? Daraufhin hat der geantwortet, ja, hier ist meine Liste, was hier an Programmen existiert. Dann hat man gesagt, gut, das interessiert mich, das möchte ich haben. Dann hat man da eine Mail hingeschickt mit einem bestimmten Code drin, sagt, pass mal auf, liefer mir bitte Programm mit der Nummer ab. So, und dann kam, so je nach Größe des Programms, weil das damals sehr begrenzt war, was in eine so eine Mail zu packen war, ich glaube, es waren im Kilobyte-Bereich, dann kamen da so 64, 100, 95 Mails, die in einzelnen Stücken aus gepackten Teilen bestanden, die man dann fröhlich an seinem Computer zusammensetzen konnte. Und danach hatte man dann ein Programm, was man eben auf dem Computer laufen lassen konnte. Und bei dieser Maßnahme stellte man dann häufig fest, dass irgendwie Teil 89 fehlt. Ja. Und da diese ganzen Abläufe dann noch relativ mystisch waren, wartete man noch ein, zwei Tage und dann stellte man fest, gut, nee, ist doch nicht angekommen. Dann hat man eben dieses eine Teil nicht nachbestellen können, sondern man konnte eben das Ding nochmal machen. Und wir haben damals bei der Toppoint in unseren Mails unten drin stehen gehabt, please keep replies short, we have to pay for incoming mail, weil wir wirklich den Traffic, den wir verursachten haben, bezahlen mussten, direkt in Kilobyte. Und da ist mir noch im Kopf ein Fall von einem Toppoint-Mitglied, das hatte ein Festplattenproblem und da gibt es so ein Tool, das das reparieren kann und da hatte er in diese Newsgroup geschrieben, ja, ich habe das und das Problem und da hat einer gesagt, ja, kann ich dir helfen, ich habe hier Spinrite, das ist eine Exe, die schicke ich dir mal. Das waren, glaube ich, einige 100 Kilobyte. Das hat den, glaube ich, damals 175 Mark gekostet an Übertragungsgebühren. Da hätte er das Programm dreimal für kaufen können. Aber der Gegenüber hatte es gut gemeint und nicht böse, nicht? Aber das sind so Dinge, die kann man sich heute so bei den Datenmengen, die wir bewegen, kaum noch vorstellen, nicht? Also da gab es noch viel mehr lustige Dinge, wie zum Beispiel BTX. Ich weiß nicht, ob die Technik noch außer mir jemand kennt. Doch, ich weiß, es kennt noch einige hier außer mir. Da habe ich zum Beispiel ein Terminal-Programm gehabt, was auf der Oberseite aussah wie ein VT-Terminal, mit dem man zeilenorientiert mit dem Fernuni-Rechner in Hagen kommunizierte. Und das Ganze wurde im Hintergrund über BTX-Seiten kodiert, die da ausgetauscht wurden. Also wenn man sich diese Technik heute vorstellt, da wird man also, denkt man auch, cool, was haben die sich dabei wieder gedacht? Und dazu kommen dann noch so Sachen wie, es gab Telefonrechnungen, die böse enden konnten, auch im Ortsbereich. Wo man also wirklich, wenn man hier mit seiner Mailbox irgendwas getrieben hatte, dann mit mal irgendwie eine Telefonrechnung über 70, 80 Mark oder 100 Mark oder auch Schlimmeres auf einen zukam. Und es gab besetzte Leitungen, eine Sache, die man sich heute in der DSL-Zeit auch kaum vorstellen kann. Ich habe den ganzen Abend versucht, dich anzurufen, ich habe dich nicht erreicht. Ja, was war? Man war halt mit seinem Modem online und da man nur eine Telefonleitung hatte, war man halt nicht erreichbar. Und da gab es eben auch Mobiltelefone, kann ich mich, glaube ich, so dunkel dran erinnern. Die könnte es da schon gegeben haben, waren aber noch recht selten. Noch nicht für die Gehaltsklasse, in der ich mich da bewegt habe. Und diese, ja, ich sag mal, technischen Drolligkeiten sind, also erinnere ich mich immer wieder gerne dran. Aber wenn ich das so heute sehe, mit welcher Leichtigkeit da durchs Netz geschossen wird, dann ist das doch so, dass ich sage, okay, es ist kein Wunder, dass man das, was da drunter liegt, eigentlich nicht mehr so recht versteht, weil man es eigentlich auch nicht verstehen braucht. Aber trotzdem ist es sinnvoll, wenn Fehler auftreten, die Basis oder die Grundlagen zu kennen. Und wir hatten damals eben so Unix, das war eine der Geschichten, die dann damals losging, dass man sagte, okay, da muss man sich mal mit auseinandersetzen. Das war hier in Kiel so eine Gruppe, die hatten sich dann zusammen so ein Xenix gekauft. Da kam irgendwie eine Umzugskiste voll 1,2 Megabyte CDs, also Disketten, diese 5,25 Zoll Dinger und mehrere Zentner Dokumentation.
Also die füllten also ein ganzes Regal. Da hatten, glaube ich, wochenlang die Copyshops in Kiel zu tun, weil das war eine Gruppe von 10 Leuten, die sich diese Software gemeinsam angeschafft hat und dann eben sämtliche Handbücher kopiert hat. Da meint man ja irgendwie, das kostete da richtig Geld. Ich glaube, das waren knapp 3.000 Mark oder sowas, die das Xenix damals kostete. Und man musste also da schon die richtigen Leute kennen und genügend beten und betteln, dann durfte man an dieser Sache auch mal teilhaben. Ich habe das leider nicht genug geschafft. Ich musste dann eben so auf die Schulungssysteme wie Coherent, Unix oder Minix zurückgreifen, mit denen ich dann so meine ersten Schritte gemacht habe. Oder mein erstes Linux war, glaube ich, ein 0.9. Das kam auf 2 Disketten. Auf einer Diskette war der Kern drauf, mit dem das Ding bootete. Auf der zweiten Diskette war das Dateisystem. Und dann hatte man da so ein tolles Prompt. Und dann war ich auch mit meinem Latein am Ende. Was soll ich denn damit? Also, ja, toll. Drückst du da, dann springt das eine Zeile tiefer. Und wie heißen die Programme? Null Plan. Und das sind dann so die Ansätze, wo ich die ersten Linux-Erfahrungen gemacht habe und dann habe, okay, da musst du Programme installieren. Da habe ich dann eben durch einige, Freunde, Bekannte, Helden, wie zum Beispiel Chris Köntop, gelernt, wie man eben mit sowas umgeht. Wie man zum Beispiel so einen Postfix auf dem Linux installiert, indem man eben über Configure, Make Install das ablaufen lässt. Und dann habe ich das erste Mal so ein Configure-Skript gesehen auf dem Linux, wie der eben das gesamte System durchfräste, um festzustellen, in welcher Umgebung befinde ich mich, wie muss ich das Programm kompilieren, damit das funktioniert. Und da hat mich also doch wirklich eine mächtige Ehrfurcht ergriffen vor den Leuten, die sowas bauen. Also da bin ich bis heute immer erstaunt, also diese Install-Routinen, was da alles hintersteckt, so ein System zu parsen, zu machen. Und dann hatte ich sowas eben mit meinem Coherent Unix, was natürlich nicht ganz so, höchster Stand der Technik war, hatte ich dann eben mehr so Open-Source-Dinger runtergeladen, ausgepackt, dieses Make-Configure, dann kam eben, das und das geht nicht, da stimmt die Bibliothekenzuordnung nicht. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die das können, die gucken sich das an und sagen, ja, das funktioniert schon, diese Bibliothek heißt nur in deinem System .8, .3, .4, kannst machen, geht. So, und tatsächlich, man dreht dann da so ein paar Zahlen um und dann läuft dieses Install-Skript durch. Und da ist also, damals nannten wir ihn Captain Kernel, Cornelius Keck, einer der Masterminds gewesen, der auch an der Toppoint immer lustig rumkompiliert hat. Also der hat eigentlich das war wenigstens sein Ruf, er würde also seinen Unix nicht mit Konfigurationsdateien steuern, sondern mit dem Compiler. Und das ist natürlich dann so, nicht mehr so ganz portabel, aber ist gut. Aber ich fand das immer irgendwie kryptisch und ich wollte eigentlich Windows und ich wollte nicht mit dem VI in der X-Config rum editieren und da irgendwie Zeilenparameter von meinem Bildschirm verändern, damit ich was sehe. Und da ist es dann also passiert, dass wir eben in die Windows-Welt gerutscht sind. Und ich habe damals gesagt, okay, wir gehen dahin, wo es weh tut, wir machen Windows. Und damals sogar noch eben DOS. Und da haben wir angefangen, Software für Bäckereien zu entwickeln. Ich bin in eine Firma eingestiegen, die Software für Bäckereien entwickelt hatte. Und wo wir dann eben die Fortentwicklung gemacht haben. Und das ist wirklich eine prägende Schulung für, wie mache ich ein Benutzerinterface, damit wirklich alle damit umgehen können. Ich will jetzt also Bäcker nicht verunglimpfen, aber die Überflieger in der Computertechnik waren sie vor 15 bis 20 Jahren nicht. Ich weiß nicht, wie weit es sich heute geändert haben, die wollten einfach das Programm bedienen. Und ich weiß, dass wir also einen wesentlichen Teil unserer Entwicklung damit zugebracht haben, dass unser Programmierer, dem habe ich also die Maus weggenommen und habe gesagt, so, das Programm muss mit dem numerischen Tastenblock bedienbar sein. Anders kann der damit nicht arbeiten. Weil der hat einfach sein Telefon im Ohr, hört an die Bestellung ab, tippt die ein. So, mit einer Maus, da ist ja gar keiner da. Wir haben Fälle gehabt, wo die Maus wurde mit zwei Leuten bedient. Einer hat geschoben, der andere hat geklickt. Und das ist praktisch dann in der Arbeit nicht umsetzbar. Nicht? Und da habe ich viel darüber gelernt, was Softwareentwicklung eigentlich bedeutet, dass ich den Arbeitsmittelpunkt einer Person finde, die mit meinem Programm arbeiten soll und dass ich diesen Bereich einfacher machen muss, damit er damit
seine tägliche Arbeit vereinfachen kann. Wenn mir jemand sagt, weißt du was, ich tippe hier am Tag 4000 Bestellungen ein und du meinst jetzt also, ich muss dahin, dann dreimal Tab, dann hier nochmal einen Haken setzen und dann auf OK. Diese 5 bearbeiten, mache ich 3000 Mal zu viel. Da muss ich im normalen Ablauf muss ich da einmal was eingeben und Enter drücken. Bei Sondersachen, die kommen vielleicht dann 5-6 Mal am Tag vor, da kann dieser Ablauf passen. So, und das bedeutet also, wir produzieren eben bei sowas dann das, was ich so sage, provozierte Fehler. Der Anwender wird zu Tätigkeiten gezwungen, die er nicht versteht, die er irgendwie ohne zu verstehen, was er da tut, wiederholt. Und wenn dabei was passiert, dann heißt das, oh, was macht der Computer da? Nein, wir als Programmierer waren schlecht, wir haben das Interface nicht so gebaut, dass er damit glatt klarkommt. Nicht? Und wir sind dann eben damals eben in der Entwicklung über Delphi zu SQL gekommen, weil eben eine SQL-Datenbank ist sehr stabil, gerade im Bäckerbereich. Macht das, also war es nicht unbedingt mein Lieblingshobby, nachts um 2 Debugging auf dem Bäckerrechner zu machen, weil die Datenbank irgendwie mit dem Index verrutscht war. Und da waren eben die SQL-Datenbanken die das am besten wegstecken konnten, wenn da mal eben Strom ausfiel. Wir haben dann auch noch so lustige Dinge wie Novell Network. Ich weiß nicht, ob sich da noch einer dran erinnert, dass es da außer Linux was gab, was die gemacht haben. Die haben also ein Netzwerksystem gemacht. Großer Vorteil dieser Anwendung war, das Ding war so kryptisch auf der Shell, das hat wirklich keiner angefasst und verfummelt. Also da ist der Chef irgendwie mit Ehrfurcht rum und gesagt, nee, kann ich nichts. Heute bei Windows-Servern heißt das, ach, das ist ja Windows, das macht mein Neffe nebenbei und rums ist das System im Eimer. Aber wie gesagt, das war eben so der Selbstschutz von Unix und Novell, dass man eben sagt, okay, auf dem Ding, da fasst man also nur mit Handschuhen irgendwie die Tastatur an. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren nochmal so ein Ding hatten und mir fiel also kein einziger Befehl mehr ein, wie man das Ding runterfährt oder irgend sowas. Aber gut, aber in diesem Bereich wurde dann eben auch schon deutlich, wo denn die Vorteile von einem Linux-System liegen, weil dann kamen solche Sachen wie, die Kunden wollten sich per Telefon einwählen, um Fernwartung zu machen, von zu Hause zu arbeiten, Satellitenbüros anzubinden und das eben zu Zeiten, als es eben noch keine DSL-Leitung gab, musste auf Telefonbasis passieren und Protokolle wie Novell Network und so waren eben dafür sehr schwer in der Lage, das richtig zu routen. Wir haben da also so einen alten Bekannten, den ich eben schon erwähnt habe, wieder getroffen, die Telefonrechnung. Also ich kann mich da gut erinnern, dass, ich glaube, keiner meiner bekannten EDV-Berater ist in dieses Problem mal nicht getappt, dass eine Verbindung für ein Satellitenbüro beim Kunden angelegt wurde, die einfach das Ding nicht wieder auflegte. Da stand zwar irgendwie sämtliche Häkchen gesetzt, wenn kein Traffic auf der Leitung, geleg auf und wenn das nicht gebraucht wird, pack es weg. Und am Monatsende war dann eine Telefonrechnung von 500 € für eine durchgehende 30-Tage-Leitung zwischen 2 Standorten, die eigentlich vollkommen unnötig war. Und da kommt man dann auf die Idee, Mensch, es gibt da ein Betriebssystem, was diese Probleme definitiv gelöst hat. Was eigentlich so mit TCP/IP glatt zusammenarbeitet, wo ein vernünftiges Routing drin ist, was einfach glatt funktioniert. Und da musste man dann wirklich mal in Erwägung ziehen, sich mit diesem System auseinanderzusetzen. Denn also wenn ein Betriebssystem was gut kann und ich nicht gut mit dem Betriebssystem kann, dann muss man da halt mal bei. So, und zu der Zeit kam dann auch die Phase der Linux-Paletten bei Weiland, wo dann so im Halbjahresrhythmus dann eben eine SUSE-Version erschien, die dann eben in solchen Containern da auftrat. Und man sah dann durch Kiel immer die Leute mit dem SUSE-Paket schlurfen. Und alle waren froh und alle halbe Jahr machte man also einen neuen Start und war dann eben wieder, ah, super. Bin ein ganzes Stück weitergekommen mit meiner Linux-Version. Ich habe jetzt sogar, mein Bildschirm geht sogar, meine Maus kann ich bewegen. Aber es war immer nicht so richtig toll. Aber irgendwann habe ich dann begriffen, also okay, wenn ich dann Directory lesen will, da habe ich eben nicht dir getippt, sondern ls und das hat funktioniert. Und ich habe mir das auch gemerkt, dass ich nicht jedes Mal wieder anfangen musste, Mensch, welche Befehle brauche ich da? Aber so Man-Pages lesen, ja, das kann man machen, ist aber auch meist anstrengend. Aber so auf der Serverseite war ich von dem Linux dann total begeistert. Das war genau das, was man wollte. Bei der Workstation war es immer so ein bisschen schwierig im Halbjahresrhythmus, da hat man dann auch wieder versucht, einen Linux zu machen und dann ist man wieder auf seine Reserve-Windows-Maschine gekrobbelt, wenigstens ich. Es kam dann die Zeit der Kommunikationsserver, das war eben dann wirklich der Renner, dass man also Server aufbaute, die das mit der Mail in der Firma regelten. Und da haben wir auch so lustige Effekte gehabt.
dass wir bei einem Kunden waren, der einen Mail-Server hatte, der wunderbar funktionierte, da sollte aber irgendwas geändert werden. Der war aber nicht zu finden. Der war nirgends da. Also es gab da eben, die konnten mit dem, er war auf dem Patchfeld ansprechbar, aber wo er technisch stand, wusste keiner. Und da habe ich auch gedacht, das ist ja nun ein bisschen drollig. Da hat man mal ein bisschen rumgehört, ja, der Kommunikation, den hat mal ein Student aufgesetzt. Der war hier mal in der Firma, der hat mit Linux da was gemacht, hat keiner verstanden. Aber das Ding funktioniert sauber, holt seine Mail bei 1 und 1 ab und verteilt sie in der Firma. Alles bestens. Und dann irgendwann stellte sich raus, dass sich da einer der Mitarbeiter erinnern konnte, Mensch, wir haben da mal so eine Besenkammer zugemacht. Da ist eine Rigipsplatte vor. Und vielleicht ist er da drin. Und tatsächlich, als man dann da die Tapete abgekratzt hatte, die Rigipsplatte raus, stand da also fröhlich der Linux-Server, hatte irgendwie eine Uptime, ich glaube, von knapp 1000 Tagen und war bester Dinge. Nicht? Aber nur da, also wenn der ausgefallen wäre, hätte man wahrscheinlich eher gemerkt, wo er ist. Aber es ist eben so, dass ich gesagt habe, Hut ab, da gibt es also ein System, wo ich nicht jeden Tag neu booten muss. Es scheint ja doch irgendwo was dran zu sein, dass das gut ist. Und also zu dieser Zeit sind wir dann hier auch mit unserer Firma ins Kieler Technologiezentrum gezogen und hier gab es am Anfang irgendwie noch kein Internet. Das mussten wir uns dann auch besorgen und daraufhin musste ich mich dann also wirklich ernsthaft mit der Technik Linux, TCP/IP Routing auseinandersetzen, weil ich musste dann hier Benutzer im Kids mit Internet versorgen, ich musste die untereinander schützen, dass die also sich nicht gegenseitig in ihre Sachen reingucken konnten, das Ganze musste abgerechnet werden können. Und das war schon dann ein Punkt, wo ich sehr sagte, okay, diese Technik ist das, was du willst und du kannst da immer jemanden fragen, das kannst du erweitern, das ist gut. Dann hatten wir einen Rechner bei uns in der Firma, der machte dieses, ich glaube, gibt es das noch mal, Microsoft Exchange, kann man dunkel dran erinnern. Das war damals der größte für Geld bezahlbare Server, der da irgendwie für 5 User Mail machte. Da dachte ich mir, oh nee, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite mein Outlook, das ist ja so ein Running Gag, Kieler Linux-Tag ist, wenn Dieter erzählt, warum man Outlook benutzen muss. Aber das liebe ich also nach wie vor. Zum einen verdiene ich damit Geld und zum anderen funktioniert es wirklich. Und, aber im Hintergrund sollte da gerne was anderes sein. Also dieser Exchange, fand ich, war für unsere Verhältnisse viel zu groß. Und wir haben dann eben angefangen, uns damit zu beschäftigen, was kann man da als Alternative machen. Und wir sind damals mit einem anderen Produkt angefangen, den dahinterliegenden Exchange-Server zu einem Outlook hin durch eine Linux-basierte Lösung zu ersetzen. Das Ganze haben wir inzwischen durch Zarafa ersetzt, dieses Produkt, was also das hervorragend regelt und in weiten Bereichen interessante Dinge tut. Also ich werde nachher noch darüber erzählen, wie zum Beispiel mobile Gerätemanagement mit Zpush funktionieren kann, was man da machen kann. Und da wurde für mich also das Linux immer mehr zu einem, ich sag mal, Business Case, was ich auch bei Kunden einsetzen wollte, was ich verkaufen möchte. Und dazu kam dann eben, dass auch eine Software, damals war es also die einzige, inzwischen gibt es ja zum Glück sehr viele Lösungen, der Virtualisierung war, das war VMware, wo ich dann mein Windows in ein Gefängnis sperren konnte und das eben auf dem Linux da sein Unwesen treiben konnte, aber gut eingesperrt, gut sicherbar, komplett so wie es ist, konnte ich es irgendwo hinpacken, konnte dann auf eine Version von 2 Wochen zurück, wenn wieder irgendwas aus dem Ruder gelaufen war, was ich nicht verstanden habe. Denn man macht ja nur nicht jedes Mal ein Diff von der Registry, also das sind so Sachen, die man inzwischen so als ja, wie sagen wir, inzwischen glauben die Leute ja, ich kann Unix oder Linux. Wenn ich also jetzt so eine Registry, da ein Diff von mache und das jedes Mal wegschreibe, alle halbe Stunde, dann kann ich natürlich irgendwo nachgucken, was haben die Programme da gemacht. Und da hatte ich die letzten Wochen auch wieder viel mit zu tun. Also da gibt es ja diese fröhlichen Viren, den BKA-Virus und andere. Was die innerhalb von 30 Sekunden in der Registry an Schabernack anstellen, da ist man nachher Stunden bei, das wieder zusammenzubauen. Also Neuinstallation ist meistens der viel bessere Weg. Wenn ich etc habe und das Ding mit dem Git warte, dann ist das normalerweise, wenn mir da ein Virus dazwischen kommt, eine Sache vom Finger schnippen und zu sagen, hier, mach mal wieder wie vorher, dass das wieder gut ist. Ist bei Windows ein fast unmöglicher Zustand. Gerade wenn also der Benutzer eben keine Schutzmechanismen hat oder da nicht drauf achtet, dass man sagt, ja, wie lange haben Sie ein Virus schon? Ach, so 14 Tage, aber jetzt stört er mich, jetzt muss er mal weg. Aber möglichst so, dass das System nicht beeinträchtigt wird. Ist auch gut, machen wir.
Und also diese VMware-Geschichte hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich so auf der Arbeitsstation dann tatsächlich zum Linux, Unix gewechselt bin und meine Home-Partition auf einer anderen Platte hatte. Da hatte ich eben meine ganzen Einstellungen drin, meine virtuellen Maschinen. Und dann konnte man tatsächlich das Basisbetriebssystem updaten und die Einstellungen blieben da. Und da habe ich mir gedacht, gut, das ist etwas, ja, was man verkaufen kann, was auch andere Leute haben wollen sollen. Und hat dann dazu geführt, dass wir eben uns eben weiter in Linux reingewühlt haben. Und man dann auch merkt, die Lernkurve ist zwar schwierig, da die erste Hürde zu überwinden, dass man damit Spaß hat, aber dann bedeutet es, dass das Wissen erheblich länger seinen Wert behält. Also das ist eigentlich die wesentliche Botschaft, die ich jemandem sage, der mir sagt, was ist der Vorteil an Open Source, Linux? Da sage ich eigentlich, okay, das Erhalten des eigenen Wissens ist bei diesen Systemen deutlich höher. Also was ich im Bereich von Windows schon wieder vergessen habe, ist eigentlich mehr als das, was ich im Bereich Linux, Unix überhaupt lernen musste. Was ich da, also ich kann mich noch an Sachen wie Autoexec, Config, Sys erinnern, wo wir also viel Arbeit, Mühe reingesteckt haben, um die Systeme zu tunen. Das ganze Know-how ist innerhalb von manchmal 3-4 Jahren komplett wertlos, weil sich die Systeme so verändert haben, dass man wirklich nur noch, im Altenheim dann vielleicht Punkte macht und sagt, ja, ich kann das noch, machen wir mal. Aber das ist nicht unbedingt ein Business Case. Und damit ist jetzt eben, beantwortet, warum Linux, Unix, Open Source für mich irgendwie gut ist. Damit ist aber immer noch nicht beantwortet, warum mache ich mir hier die ganze Mühe und warum machen wir das jedes Jahr wieder, machen die ganze Arbeit. Und das liegt also daran, dass ich eigentlich, um es mal blöd zu sagen, ich kann eigentlich nichts anderes. Ich bin eher Dilettant mit einem guten Gedächtnis für Buzzwords und es gibt wenig Leute, die sich trauen oder die mir böse wollen und mich in die Pfanne hauen, die dann nachfragen, sondern die hören sich das an und sagen, ui, Cloud, toll. Ja, wird er wohl wissen, was er meint. Und wenn man das laut genug sagt, dann klappt das auch. Nein, also so ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe einfach Spaß dran und möchte möchte anderen Leuten mitteilen, was man mit diesem System machen kann, dass sie ein bisschen mehr Arbeit machen, dass man ein bisschen mehr von hat. Und mit diesem Sendungsbewusstsein haben wir also hier schon einige Produkte vorgestellt, wie zum Beispiel M23, Binary, Zarafa, OTRS. Und dabei findet also eine Kommunikation im klassischen Sinne statt hier bei den Linux-Tagen und unseren Abendveranstaltungen, die auch, so vom Barcamp-Gedanken geprägt ist. Also das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ich weiß nicht, ob euch der Barcamp-Gedanke was sagt. Das findet jetzt ja hier jährlich in Kiel statt. Das ist eigentlich so, reduziert sich darauf, dass man sagt, bei solchen Veranstaltungen wie hier ist eigentlich das Schönste die Pause. Weil da kann ich mich mit Leuten direkt unterhalten, da kann ich die fragen, da kann ich mit den Referenten klönen, da kann ich Kontakte machen, hier kann ich mit den Ausstellern klönen. Denn diese Situation hier, ich turn was vor und ihr hört es euch an, ist eigentlich, bringt einen nicht unbedingt zwingend weiter. Eigentlich ist die Kommunikation untereinander wichtiger, das Netzwerken. Und das sehe ich eben so als meine Aufgabe, die ich kann. Und ich kann wenig am Kern helfen, ich kann wenig am Open-Source-Software helfen, aber ich kann dabei helfen, dass diese Sache in die Öffentlichkeit kommt und anstatt jetzt eben Kugelschreiber zu verschenken, Kalender, organisiere ich eben mit den Firmen, die hierbei sind, diese Open-Source- und Linux-Tage, um eine Verbeugung vor denen zu machen, die uns eigentlich diese Software produziert, gemacht haben, mit denen wir also sozusagen als quasi Trittbrettfahrer hier den Schlaumeier geben. Und da sehe ich eben wirklich meine Aufgabe, das zu tun. Und dazu gibt es eben noch einen Punkt, es kurbelt enorm das Geschäft an. Und zwar in indirekter Weise. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Wenn die Linux-Tage vor der Tür stehen, dann laufen die Kunden amok. Ich sage denen vorher, Mensch, ihr wisst doch, ich habe also da die nächste Zeit ein bisschen zu tun, müssen alles vorbereiten, machen, das nützt aber nichts. Also 14 Tage vorher brummt das Geschäft und also eigentlich sollte ich es jeden Monat machen. Dann hätten wir also einen gesunden Stresslevel hätte ich dann und wir haben auch was zu tun. Und was sich dann auch umsetzen lässt, andersrum ist es natürlich durch die Kontakte, die sich hier ergeben, ergibt sich auch indirektes Geschäft. Und da sind wir also auch nicht böse drum. Aber eigentlich ist es mehr eine eher
Vorsichtserweisung vor den Leuten, die wirklich diese Software entwickeln und das wirklich bei Pizza und Cola im Keller tun und dann immer mal irgendwas, also damals rausreichen, heute eben übers Netz veröffentlichen und wo man sagt, also was ihr da tut, ist wirklich groß und super und es wird unterschätzt, was eben so eine Entwicklergemeinde, ich glaube, also die Zahl von 5000 Entwicklern am Linux-Kern ist, glaube ich, immer noch aktuell, da erreichen kann. Und ich glaube, dass man also selbst mit den tollsten Mechanismen des Projektmanagement an so einem Projekt, wenn man es wirklich organisieren wollte, ohne es so wie den Linux-Sache wachsen zu lassen, komplett scheitern würde. Also ich würde mich nicht in der Lage sehen, eine Programmentwicklung mit 5000 Leuten irgendwie zu organisieren. Das, was sich da im Linux-Bereich ergeben hat, ist einfach wirklich eine gewachsene Struktur, die wirklich was voranbringt, nicht? Und was haben wir damit jetzt geschafft? Wir haben es geschafft, dass also hier wirklich jedes Jahr Leute herkommen. Ich hoffe auch jedes Mal wieder neue, jedes Mal wieder Leute, die interessiert sind und das weitermachen wollen. Wir machen Abendveranstaltungen hier unregelmäßig, meistens so 2-3 Mal im Jahr, die zu etwas Themen ja etwas weitergehen. Da haben wir eben auch Austausch von Wissen. Also was wir hier so live erlebt haben, das war schon toll. Also wir hatten hier die IBM mit und das BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die damals, als hier der Landtag überlegte, Linux einzuführen, dann eben zu den Sachen Stellung genommen hat, wie kann man in der Politik eben gegebenenfalls auf Open-Source-Software setzen, was ist da von Vorteil. Wir haben eine Kooperation mit Dänemark gemacht, die in Flensburg stattgefunden hat, dass man eben über die Grenzen zusammen so eine Art Linux-Tag erledigt. Wir haben die Leute aus München hier gehabt, die das Linux-System und die Office-Einführung und der Linux-Einführung auf dem Desktop in München betreut haben. Wir haben Mieter hier aus dem Hause gehabt, wie zum Beispiel die Wetterwelt, die dann eben uns da mal über CO2 von Rechnern, also Verbrauch von Rechnern, Rechensystemen, wie ist das einzuordnen in der Gesamtverbrauch oder CO2-Produktion. Wir hatten hier zum Beispiel einen Vertreter von Google Street View, da hatten wir eine sehr interessante Diskussion hier, als diese Autos unterwegs waren. Und über diese Institution der Kieler Linux-Initiative können wir eben Kontakt aufnehmen zu interessanten Referenten, zu interessanten Themen und die dann hierher bekommen. Da fällt mir noch ein, also was hatten wir hier, das war fast live und in Farbe, hier in ersten Reihe saß jemand von LibreOffice, hier hielt den Vortrag von OpenOffice und dann kam eben dieses Thema zugange, oder damals waren sie beide noch bei OpenOffice, so war es, und dann hieß es, ja, also ihr ignoriert uns als User Group, wir gehen einen anderen Weg. Und das wurde dann eben danach, ein paar Tage später, wurde dann ein Fork bekannt gegeben, dass also sich die Open Office User Group also von der Firma getrennt hat. Und dann haben wir also wirklich hier in den einzelnen Phasen diese Sache, die ich anfangs als sehr schädlich für die Open-Source-Geschichte gesehen hatte, dass also ein Office-Produkt sich da trennt und der Anwender nicht mehr weiß, welches von beiden nehme ich. Das hat sich inzwischen doch eigentlich als eine sehr gute Geschichte erwiesen. Und Oracle, die ja eben diese Firmen MySQL und so ähnliches von Sun gekauft haben, haben wirklich nicht unbedingt viel Gutes für den Open-Source-Bereich getan. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass da eben die Open-Source-Gemeinde nicht so hart, so starkköpfig reagiert und sagt, okay, das stört uns nicht, wir machen das alleine weiter und wir kriegen das hin. Und sie haben es hinbekommen, denke ich. Wir hatten hier dann auch über Vermittlung der FH Wedel so einen interaktiven Tisch auf Linux-Basis, wo man eben mit 22 Händen irgendwie Spiele drauf spielen kann. Das ist schon durchaus sehr, sehr, sehr gut gewesen, was wir hier an zurückliegenden Veranstaltungen haben. Wir hoffen auch, dieses Jahr wieder ein gutes Angebot zu haben. Und Fazit für mich ist eigentlich, dass ich bisher in fast allen Firmen, in denen ich in den letzten Jahren war, in der Tendenz inzwischen Linux-Rechner arbeiten und Geld sparen, weil sie eben teilweise alte Hardware wieder reinbringen. Wir haben gerade in Schulen das Problem, dass wir eben ja extrem begrenzte Mittel haben, wo wir eben dann eben mit Linux-Produkten helfen können. Da habe ich also ein Projekt im Kopf, wo ich letzt mit dem Hauke in Bayern war, wo eine Schule also mit sehr viel Aufwand, persönlichen Aufwand, kein Geld, eine alte Mac-Infrastruktur, die sie mal über eine, von oben aufoktroyiert gekriegt haben. Die sind in die Sommerferien gefahren, kamen aus den Sommerferien zurück und da hat ein Landrat gesagt, super, ich habe eine gute Nachricht für euch, ihr habt jetzt alle Macs.
Dann haben die gesagt, oh, ja, sieht ja schick aus. Also iMacs waren das, also diese etwas älteren Modelle, MacBooks in den Laboren. Ja, und das Ganze wurde gewartet über einen zentralen Wartungsvertrag und so weiter und so fort. Und wie bei sowas ist, die Chefetage hatte wieder gute Ideen. Unten an der Basis kam das nur so mittel an. Wir können noch gar kein Mac und es sieht ja alles anders aus. Was sollen die Schüler damit? Gut, damit haben sie sich jetzt über die Zeit gerettet. Dann waren irgendwie 5 Jahre rum. Und die Wartung ausgelaufen. Es gibt für diese Geräte auf dem offiziellen Weg keine Teile mehr. Es gibt für das Betriebssystem keine Wartung mehr. Und jetzt stand also an, wir brauchen also eine Neuausstattung. Was machen wir? Windows und so weiter. Und da hat sich ein Lehrer rangemacht und hat gesagt, meine Herren, das muss doch irgendwie anders gehen. Und der hat dann testweise geguckt, kann ich darauf ein Linux installieren? So, und dann hat er auf diesen Mac-Dingern ein Ubuntu 12.4, jetzt die LTS-Version installiert, hat alles ausprobiert, hat mit seinen Kollegen gesprochen, was für Software brauchen wir. Ja, für Musikunterricht hätten wir gerne sowas. Und dann haben sie überall versucht, Alternativen im freien Bereich zu finden, sind da eigentlich auch ganz gut mitgefahren. Und die haben, so wie sie sagten, also ich glaube, ungefähr 3 Wochen lang haben da 2 Leute rund um die Uhr an dieser Sache gearbeitet. Und wir waren letzt dort, um uns das anzugucken, weil die verteilen die Software dort über das M23-System von dem Hauke Groß-Habermann. Das heißt also, wenn ein Rechner falsch ist, falsch läuft, dann wird er angeschlossen, da wird er an den Server angemeldet, dann installiert er sich komplett neu. Da drin ist auch ein Überwachungssystem. Das haben die auch auf Open-Source-Tool-Basis gemacht, mit dem man über VNC die einzelnen Schülerrechner sehen kann. Was treiben die da für einen Unfug? Da kann man sie blockieren. Man kann sehen, wer irgendwie Dinge tut, die er nicht tun soll. Und das haben die also in einer Nachtaktion oder in einer Arbeitsaktion durchgezogen. Und die sind jetzt eben dabei, dass sie sagen können, mit dieser LTS-Variante sind wir von der Software-Seite 5 Jahre lang wieder sauber davor und brauchen kein Geld ausgeben. So, und wir waren eben letzt da, als sie dieses Projekt dann eben den anderen Schulen vorgestellt haben. Die waren natürlich äußerst skeptisch. Die Lehrer, nö, und das ist ja noch wieder was anderes. Und, aber sie mussten eben einsehen, dass sie eben mit der Arbeit, die sie machen, eben da ein Windows auf den Macs zu installieren, einfach an Hardwaregrenzen kamen, teilweise eben aktuelle Software nicht installieren konnten. Also die hingen dann auf uralten Firefox-Versionen, weil das eben nicht mehr anders ging. Während die dort eben jetzt wirklich auf aktueller Software-Stand standen und damit arbeiten konnten. Und sie haben dort eben Geld gespart. Aber ich denke, die Lehrer oder die Leute, die in der Verwaltung sind, wissen, dass es eben man dann sehr stolz sein kann, dass man Geld gespart hat, aber es dankt einem keiner. Irgendwann kommt dann jemand und sagt, ja, wieso, da müssen wir mal alles neu machen und das ist ja toll, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt, aber wir nehmen jetzt mal und machen alles anders und richtig. Und das ist irgendwie ärgerlich, weil einfach so ein Beispiel sollte eigentlich so weit Schule machen, dass man sagt, okay, das ist ein Weg, den wir gehen können, lass uns den auch mal probieren. Und wir waren eben da, um den Teilnehmern an dieser Diskussion deutlich zu machen, wenn ich in der Schule mit einem Linux arbeite und mit Linux Know-how aufbaue, dann bin ich trotzdem für den Arbeitsmarkt zu brauchen. Denn bei vielen Lehrern ist eben so im Kopf, dass sie sagen, ja, wenn der kein Windows kann, kann ich ihn nicht brauchen. Nein, wenn jemand kein Betriebssystem warten kann, kann ich ihn vielleicht nicht brauchen. Wenn jemand mit einer Textverarbeitung nicht umgehen kann, kann ich ihn gegebenenfalls nicht brauchen. Aber es bedeutet ja nicht Textverarbeitung gleich WinWord, denn da gibt es eben andere Alternativen und es gibt Konzepte, die ich umsetzen muss und nicht mich irgendwie an Programmbedienung längst hangeln. Und da müssen wir also eben hin, dass wir uns, da komme ich wieder zu dem Anfang zurück, ich muss ein Wissen vermitteln, dass ich verstehe, was ich tue. Denn also wie gesagt, das Benutzen von Programmen, indem ich mich da also blind ranhake und sage, okay, ich kenne es von meinen Kunden auch, was machen sie denn? Ja, ich mache da 3x M, dann 4x Pfeil runter und dann Enter. Ich sage, na gut, jetzt mache ich das mal nach, tak, 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 ach, in dem Menüpunkt sind sie, also sie wollen eine Bestellung aufnehmen. Ja, sage ich doch, nee, ich sage, 3x M, 4x runter ist irgendwie bei mir was anderes. Das heißt also, er weiß eigentlich nicht, was er tut, er hat nur den Ablauf gelernt. Das ist zwar ganz schick, aber ich möchte eigentlich, dass man eben die Abläufe soweit versteht, dass ich eben einen Computer mit Verstand nutze. Also einer meiner Mitstreiter, der ist heute noch nicht hier, hat mal das genannt, das sind die lesebegeisterten Analphabeten. Also die gehen also mit Freude daran und haben, aber weigern sich komplett irgendwie, sich damit auseinanderzusetzen. Weil das ist ein Computer, der ist sowieso böse, das funktioniert nicht. Und dieses Konzept Ursache-Wirkung, das Ganze hängt irgendwie zusammen. Ich muss was lernen, ich muss bestimmte Grundtechniken können. Und wir kommen dann dahin, dass man wirklich sagen möchte, ich möchte eigentlich sowas haben,
jetzt mal das böse Wort, wie so ein iPad, was also benutzerfreundlich zu bedienen ist, wo ich einen Shell-Zugriff habe, wo ich alles mitmachen kann, wo ich einen Root-Zugriff habe, einen Shell-Zugriff, alles programmieren kann und trotzdem muss das Ding idiotensicher zu bedienen sein. Wie viele Jahre wir brauchen, bis wir da landen, dass wir also sagen können, also ich wische in C, das wird wohl noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass es das ist, wo wir hin möchten und wo wir auch hier versuchen beizutragen, dass wir da einen Schritt weiter hinkommen. Und aus dieser Sicht, also gerade die Mobilgeräte, deren Programmierung ist ja hier auch in einigen Vorträgen Thema, da werden wir also weiterhin gerade auch im offenen Bereich viel Material für die nächsten Linux-Tage haben. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn da wieder Leute kommen und dann wahrscheinlich nicht so eine extrem lange Rede von mir wieder hören müssen. Denn jetzt habe ich fast alle meine Gags, die ich hier irgendwo mal hatte, verbraucht. Und das zweimal hier zu machen, wäre dann ein bisschen viel. Aber im Grunde, wie gesagt, ich sehe es eben als sehr, sehr wichtig an, dass wir eben den Computer nicht als magisches Gerät akzeptieren, was wir nicht verstehen müssen. Dafür ist die Entwicklung noch nicht weit genug, das Ding wirklich als eine technische Blackbox zu sehen, die wir ohne Ärger bedienen können und die auch keine Seiteneffekte hat. Denn es sind so viele Probleme da drin, sei es im Datenschutz und wo man einfach einen Blick in die Innereien braucht, um es verstehen zu können. Und das ist das, was ich hier an den Linux-Tagen immer liebe, wenn ich dann unten bei Chaos Küste oder bei Toppoint bin und die mir dann wieder Sachen erzählen, wo ich sage, hui, staune ich dabei, toll, was ihr da wieder gemacht habt, muss ich mir mal angucken, verstehe ich wieder alles ein Stück besser und komme ich besser mit klar. Und bringt mich dann also dazu, dass wir also hier weiterhin Wissen vermitteln werden, davon gehe ich mal aus. Und ich hoffe, dass alle hier ein bisschen was mitnehmen und um gerade jetzt bei dieser Entwicklung der Computer dann zu bleiben, würde ich dann jetzt das Referat weitergeben an Frau Sowada vom Computermuseum, damit wir dann eben auch jetzt mal von dem, was ich jetzt sozusagen auf der soften Seite erzählt habe, ein bisschen was über die historische Hardware zu hören bekommen. Ich bedanke mich.